Konnichiwa! Meine Freunde, und ein entspanntes Hallo aus unserer Tee- und Kaffee-Ecke. Und zwar haben wir heute mal den Anime-Talk in einer entspannten Runde. Und diesmal ist nicht der King Kev dabei, sondern der Mr. Ananas. Ja, King Kev, du bist herzlich eingeladen, auch mal hier auf diese Couch zu kommen. Können wir auch gerne mal ein paar Folgen abdrehen. Ist auch sehr entspannt. Und man kriegt Kaffee. Einen. Einen pro Sendung. Weil mehr ist nicht im Budget mit drin. Auf jeden Fall wollten wir heute kurz quatschen über Netflix und Anime. Denn wir haben rausgefunden, dass, oder haben gelesen, dass Netflix jetzt 8 Milliarden oder was investiert, nicht nur in Filme, sondern auch ganz viel in Anime. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr, 2018 ist das geplant. Wobei man dieses Jahr schon sehr viel gesehen hat, finde ich, von Anime. Die haben jetzt schon, glaube ich, 5 oder 6 Eigenproduktionen gemacht, also dieses Jahr mit Anime-Serien, wenn nicht sogar mehr. Nächstes Jahr jetzt mit den 30. Weißt du welche? Also das Neo... Neo Yukio, dann war, glaube ich, Panzer Girls oder sowas. Oh, Panzer Girls, Blood Blockade. Oh ja, das schaue ich gerade. Das sieht auch sehr geil aus. Aber Netflix Original ist ja meistens trotzdem nur, dass sie es gekauft alles haben. Ne? Die kaufen die Rechte und filmen das neu. Also die haben auch eigentlich einige alte Serien gekauft und die quasi einfach neu verfilmt. Teilweise auch welche, die nicht einfach auf Deutsch eine Tonspur haben. Die haben sie halt auch gekauft und nur die Tonspur neu gemacht, damit es auf Deutsch kommt. Weil Netflix, wie man es so hört, ja eigentlich die der größte Anbieter für deutsche Animes ist, so meines Wissens nach. Ja, ich glaube, es ist auch eigentlich der einzige, von dem ich zumindest weiß, der mit deutschen Tonspuren arbeitet. Seht ihr, wie wir uns immer rausreden mit, von dem wir zumindest wissen? Es gibt immer noch was anderes. Es gibt ja Anime on Demand. Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Ich weiß nicht, ob man da auch deutsche kaufen kann oder nur japanische halt. Ne? Ja, wir haben noch Crunchyroll. Crunchyroll ist alles, nur alles japanisch. Untertitel. Aber gut. Wie bedienst du am besten die Fangemeinde eh, indem dass du ich die... Ich glaube, bei Crunchy gibt es auch Englisch gesprochen. Zwar nicht viele, aber es gibt welche. Okay, habe ich noch nicht genutzt. Ich eigentlich auch nicht. Wir brauchten das. Ja, also die meisten Anime-Fan-Herz schaut eh immer auf Japanisch, auch wenn es die Option gibt. Wobei ich sagen muss, zum Beispiel bei mir finde ich es ganz nice, wenn du auf Netflix runterlädst. Du kannst es runterladen, ich habe manchmal sehr lange Fahrten und lass passiv nebenbei dann den Anime laufen, dass du zumindest hörst. Und das ist halt scheiße, wenn es auf Japanisch ist und du kannst kein Japanisch. Ne? Also das ist halt, dann musst du es lernen. Ich muss aber sagen, dass ein Anime anschauen mit Untertitel trotzdem für mich ein höherer Stressfaktor ist, als jetzt entspannend einen deutschen zu gucken. Auch, wobei ich sagen muss, die Synchro mittlerweile bei den neuen Animes ist echt okay, also kann man echt lassen. Bei mir ist halt auch die Sache, Untertitel okay, egal ob sie deutsch oder englisch sind. Wenn ich auf Deutsch schaue, ist es für mich auch cool. Aber ich sehe keinen Sinn darin, für mich im englischen Ton das zu schauen. Weil ja, da kann ich auch gleich Englisch oder Deutsch lesen. Vielleicht mir persönlich sogar leichter, auf Englisch das zu lesen, weil irgendwas mit der Aussprache vielleicht bei denen anders ist, als ich es kenne und dann nicht verstehe. Und beim Lesen weißt du, was die wenigsten wollen. Ja gut, also Englisch ist für mich irgendwie ein bisschen hardcore, aber naja. Aber ich finde es halt ganz geil, dass so fett investiert wird in Anime von Netflix, weil, ja. Ist ja auch erst echt seit ein paar Jahren auch mit Crunchyroll und so, die Dienstanbieter, was da jetzt rüber schwappt. Was hatten wir, dass eigentlich trotzdem voll viele Anime-Studios pleite gehen? Yeah. Wobei ich das nicht verstehen kann, weil im Ausland ist gerade der Hype größer bis weil wenn man belegt, als jemals. In Japan schließen wirklich jedes Jahr einige an Anime-Studios, weil Anime in Japan, wo man eigentlich denkt, jeder schaut dort Animes, im Endeffekt einfach sich nicht mehr rentiert. Weil es halt eher die meisten Mangas lesen. Der Anime ist auch dazu da, eigentlich den Manga zu promoten, wieder berühmter zu machen. Und die Geschichte halt im Manga ist meistens so weit vorne, dass man sich denkt, oh, jetzt habe ich zwar den Anime geschaut, im Manga kann ich noch viel mehr erfahren, naja, dass noch stimmt, nicht da also ist. Viele, die Serien verfolgen, lesen gleichzeitig immer noch den Manga, weil sie einfach noch schneller die Informationen haben wollen, ganz klar. Weil keiner ist da so geduldig, wie zum Beispiel auch jetzt bei Fairy Tail, wo jetzt der Anime noch ein Stück dauert und viele haben einfach schon den Manga fertig gelesen. Vor allem, da der jetzt eh schon fertig ist. Ne? Ich zum Beispiel bin eher ein Manga-Leser. Da kannst du halt auch kleine Stückchen, da brauchst du auch nicht eine ganze Folge. Da liest du halt einfach mal 5 Minuten, hey, okay, ich habe jetzt keine Zeit und kannst dann dort weiterlesen. Für mich persönlich ist das sehr angenehm in der Hinsicht. Ja, wobei, das kannst du auch bei einer runtergeladenen Netflix-Folge, könnte ich das auch machen. Ja, aber wenn du Pause drückst, bleibst wirklich mittendrin irgendwo hängen. Du hast bei Anime meistens so, dass der Content wirklich schnell zusammengepresst ist. Ah, okay. Dass es wirklich alles schlüssig als ganze Folge abgeht. Ja, und eben generell auch schneller, du kommst schneller zum Ziel.
Ich meine, gut, es kommt immer auf den Anime an. Manche kommen ja schneller zum Ziel, so nach 20, 30 Jahren bei manchen Animes. Nein, aber du weißt, was ich meine. Das ist halt komprimierter. Du hast halt eine Folge in 10 Minuten durchgelesen, wo du normalerweise 30 Minuten schaust. So. Ja. Ne? Also das oder in 5 Minuten. Du gibst ja selbst das Tempo vor. Ja. Du hast nicht das Tempo, das der Anime dir vorgibt, sondern dein eigenes. Ja. Ja, wobei, also erstens so Manga nochmal. Was ich aber in Japan, wir waren ja in Japan zusammen. Ich könnte gerne den Vlog anschauen. was mir aufgefallen ist, dass zum Beispiel auch schon im Flugzeug alle mittlerweile auf digitale Mangas umgestiegen sind. Also ich habe keinen normalen Manga lesen sehen. Ich lese ja eigentlich auch nur noch im Internet. Ja, ja. Weil da kommst du auch einfach leichter dran. Du musst nicht jeden Laden absuchen, wo du den bestimmten Manga findest. Ja, und es ist ein Platzproblem, vor allem bei den Japanern. Meine, ja. Es gibt ja einige bekannte Serien oder Szenen, wo man dann sieht, dass halt bis oben hin alles vollgestapelt ist mit Kartons von Sammelfiguren und so, diese absoluten Otakus. Da gab es auch in Tokio sogar den Fall, der eine Mann hat so ein relativ schmales Haus, aber recht hoch, und hat es vollgestopft mit Mangas und Büchern und wurde dann davon erschlagen. Scheiße. Da gab es so ein kleines Erdbeben, alles ist runtergekracht, der konnte nicht mehr sich unter den Büchern befreien oder so, und wurde davon erschlagen. Scheiße. Von deiner Leidenschaft ermordet worden. Deswegen lieber das auf dem Tablet lesen, das kann man wenigstens hochheben, wenn es drauf fällt auf dich. Da liegen gerade 10.000 Bücher auf dem Raum. Ah. Das ist mir letztens auch in den Anime, in den Another World, mit meinem Smartphone aufgefallen. No Game No Life war das. Ja. Wo er dann die Bücher. Ich habe 10.000 Bücher. Hier auf dem Tablet. Das sind Sprachen, die ich nicht kenne. Kann ich's haben? So geil. Ja, okay, das ist schon echt heftig. Ja, also viel digital, viel schnell. Und ja, hast ja eh immer den Vorteil, dass es oftmals Animes eben nur dadurch da sind. Wir sind ein bisschen von Netflix abgeschwiffen, aber okay. Ja. Nee, das Thema war eigentlich Animes. Ja. Netflix war so. Was ich jetzt zum Beispiel wieder Cooles zu Animes sagen muss. Ich finde halt zum Beispiel sehr geil, wie als Beispiel Hikaru no Go oder sowas, so Animes, die auch so, wie hat es Nintaku gesagt, Slides of Life oder so heißen die ja, die so mitten aus dem Leben spielen, die so richtig ruhig sind, wo ich liebe solche Animes, wenn du dann entspannen kannst und du hast dann so diese Soundkulisse dabei, so von Vögeln, und es spielt sich alles ganz langsam ab, da habe ich so das Gefühl, das könnte ich jetzt im Manga nicht ganz so nachvollziehen, weil da Animes, die sich halt Zeit lassen zum Storytelling, ist halt ganz geil. Was ich halt echt faszinierend finde, dass die Japaner wirklich Mangas und Animes dazu benutzen, der Jugend was beizubringen auch. Hm. Weil das ist eigentlich ein großes Thema. Die Jugend in Japan... Adolf Hitler Manga, hat man gesehen. Auch Hikaru no Go wurde ja eigentlich nur rausgebracht, um Go wieder quasi in die Köpfe der jungen Leute zu bringen, ja, weil es nur Ältere gespielt haben. Bei uns hat es funktioniert. Ja, in Deutschland hat es, glaube ich, sogar echt gut funktioniert. Ja. Aber in Japan, die haben gesagt, danach hatten sie einen Anstieg irgendwie um 60-70% der Spieler. Und halt vor allem Jüngere. Geil. Und das ist schon gewaltig. Ist zwar leider wieder verblasst anscheinend, als wir da waren, aber ist naja, halt, ich habe schon einige getroffen. Also ich war ja in 2 Cafés, wo man spielen konnte, im ersten ohne euch. Und da waren schon ein paar Jüngere, aber auch nicht so viele. Okay. Ja, wir sind halt nicht in Nyon King gekommen, weil da ja die Veranstaltung war. Und da sind viele junge Leute. Ja. Die haben uns nicht reingelassen. Ja, aber es war trotzdem geil, mal in der Szene. Kennt ihr das nicht auch, wenn es so einen realistischen Anime gibt, der einen echten Ort widerspiegelt? Und wenn es nur 7-Eleven ist oder so. Wie wir immer, das kenne ich aus dem Manga. Ey, das habe ich gesehen in dem Anime, genau die Stelle. Ja, Mann, das ist einfach nur eine Straße mit Schienen daneben. Oder ja, danach, das kenne ich. Oder als man zurückkommt. Oder Kevin immer mit den was war das, Fluss? Mit den, weißt du, wo so ja, die Wiesen hochgehen. Ich hab grad voll Digimon vor mir, wie die da liegen und chillen. Aber weißt du noch, als wir zurückgekommen sind, haben wir irgendein Anime angeschaut. Ich weiß nicht mal welchen. So, ich schreibe dir so, ey, schau mal die Folge an. Genau bei der Minute ist die Stelle, wo wir waren. Wir waren genau an dieser Stelle. Puff. Nein. Nein, gibt's ja auch da gar nicht. Gibt's ja aber es gibt so Erotikstraßen, wo man sich auch was jemand verirrt auf einem Weg. Also da sind wir einmal, ich weiß nicht, ob wer dabei war, doch da warst du. Da war der Kevin, glaube ich, auch dabei und der Anton. Wir sind ja einfach so rumgelaufen. So, das war einfach so eine Seitenstraße und dann auf einmal, aber du hast auch voll gemerkt, dass da waren die schon ziemlich aggressiv auch. Also ich hatte das Gefühl, dass die da ein bisschen was gegen Ausländer hatten in der Straße. Ich war eher verwundert, weil wir zuerst nicht mal gecheckt haben. Wir haben einen riesengroßen Block Gebäude und sowas. So einmal müssten wir drum herum laufen, jetzt immer so eine Straße, die mitten durchschneidet, so quer durch den Block. So, okay, gehen wir da entlang, so irgendwie ein bisschen dunkler. Und was gibt's hier? Fleisch, Puff,
Fleisch, Puff, Puff, Fleisch. Ich finde, das passt gut zusammen eigentlich. Es gibt da die ganze Straße lang nur Puffs oder Restaurants, die Steaks verkaufen. Die Fleisch, Männer müssen sich stärken. Ich finde das geil, komisch, ey. Geil. Na ja, okay, also ja, dann ich denke mal, das kann man jetzt so stehen lassen. Netflix auf jeden Fall hat sehr viel investiert. Ja. Man kann einfach, das ist einfach unser Herzensthema, da kann man einfach mal abschweifen. Also ich sehe schon den Titel von Netflix bis Rotlichtmilieu in Japan. So sehe ich das. Aber wir verabschieden uns heute, wir haben euch schon genug genervt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir trinken unseren Kaffee aus, ne? Ja. Und schaut doch bei Mr. Ananas vorbei. Und King Kev, komm vorbei auf meine Couch. Du bist eingeladen. Hier ist, naja, nicht so viel Platz, aber man kriegt dich auch noch mit rein, wenn ich da bin. Ja, das sehe ich dann so aus. So. Und zwei so, boah, ne. Also, sayonara, ciao.